Hey Leute, Retro Joe hier. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob es möglich ist, in 16-Bit Pixelart ein wirklich gutes Grusel- und Horrorspiel zu erstellen? Diese Frage haben sich Danny und Alberto, die beiden spanischen Brüder von DYA Games, auch gestellt. Und was sie mit Viviette auf die Beine gestellt haben, ob das Ganze was taugt und ob das empfehlenswert ist, das seht ihr nach dem Intro. So, da sind wir auch schon wieder. Wie ich an Viviette geraten bin, erkläre ich euch kurz. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen im Nintendo eShop geguckt, was so als nächstes erscheint, habe es dort gesehen, mir den Trailer angeguckt und freundlich gefragt, ob ich einen Review-Code bekommen kann, denn der Release ist erst am 20.12. Danny war so freundlich, mir einen Code zur Verfügung zu stellen. Dafür möchte ich mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, denn das gibt mir die Möglichkeit, euch Viviette vor Release schon zu zeigen. Und was Viviette ist, das erkläre ich euch jetzt. Danny und Alberto sind inspiriert worden von Filmen wie Halloween, von Spielen wie Clock Tower auf dem Super Nintendo, Resident Evil auf der PlayStation und Silent Hill, zumindest was Atmosphäre, Setting und Sounddesign angeht, und haben halt versucht, und nicht nur versucht, sondern glamourös geschafft, ein atmosphärisches Horrorspiel mit vielen Puzzle-Elementen im 16-Bit-Adventure-Style hinzubasteln. Das Ergebnis kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. Der Artstyle ist wunderschön, das Sounddesign und die Musik tragen zu einer unfassbar atmosphärischen Umgebung bei und das Ganze hat echt Potenzial für Herzinfarkte. Ich selber habe mich beim Durchspielen mindestens 5-mal fürchterlich erschreckt. Die Spieldauer beträgt beim ersten Durchlauf so zwischen 4 und 6 Stunden, je nachdem, wie gut ihr seid mit den Puzzles und wie gut ihr in der Lage seid, die Hinweise, die in der Umgebung versteckt sind, zu entschlüsseln, um so die Puzzles halt zu lösen. Und die Puzzles und das Setting erinnern mich persönlich halt sehr an den ersten Teil von Resident Evil, denn wir sind in einem verlassenen Herrenhaus mit jeder Menge verschlossenen Türen, für die es bestimmte Schlüssel gibt, die man durch bestimmte Rätsel erhält. Kommt euch ein bisschen bekannt vor, nehme ich an, ne? Ein weiteres Indiz, das von Resident Evil viel inspiriert wurde, ist der einzige Gegner, den es im Spiel gibt. Wir können ihn nicht bekämpfen, wir können nur vor ihm flüchten, in Anlehnung an den Tyrant oder Nemesis aus Resident Evil 2 und 3. Und das ist Felice, unsere Schwester. Warum wir auf dieser einsamen Insel mit diesem Herrenhaus sind, erfahren wir eigentlich erst am Ende des Spiels. Da will ich auch überhaupt nicht spoilern. Das Spiel startet, indem wir in einem Krankenhausbett wach werden und befragt werden, was passiert ist. Und wir spielen quasi unsere Erinnerung an die geschehenen Ereignisse. Wir sind mit ein paar Freunden auf einer Insel, um uns ein Herrenhaus anzuschauen. Und als wir wieder gehen wollen, stelle ich fest, dass meine Schwester nicht da ist. Deswegen schnappe ich mir meine Lampe vom Boot und gehe wieder zurück in das Herrenhaus. Und dann geht das Ganze auch schon los. Das Spiel arbeitet sehr viel mit Licht- und Soundeffekten, mit spooky Musik, die ich euch jetzt mal gerade ein bisschen lauter drehe im Hintergrund. Ja, die ist wirklich, wirklich geil. Und das Ganze haben die beiden Brüder auch komplett in Zwei-Mann-Arbeit selbst gemacht. Also Alberto ist der Art-Designer und Danny hat quasi alles andere geregelt. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Die Atmosphäre, die Viviette schafft zu erzeugen, ist wirklich grandios. So vom Gameplay her, man läuft halt rum, man löst die Rätsel, es gibt keinen Kampf. Das Gameplay bezieht sich halt wirklich auf Hirnarbeit. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn das Spiel lebt wirklich von der dichten Atmosphäre. Zur Hintergrundgeschichte sei gesagt, die erzählt sich komplett durch Texte, die man in diesem Herrenhaus findet. Also sprich hier eine Notiz und hier mal ein Tagebuch. Und in diesen Tagebüchern und Notizen erfahrt ihr etwas über die Vorbesitzer dieses Hauses, nämlich Viviette und ihren Mann, dessen Name mir gerade nicht einfällt, die ein bestimmtes Ereignis aus ihrer jeweiligen Sichtweise erzählen. Welche Wahrheit jetzt letzten Endes dahinter steckt, das müsst ihr am Ende des Spiels quasi selber entscheiden. Ich zeige euch hier auch nebenbei ein bisschen Gameplay, neben dem offiziellen Trailer und ein paar Screenshots. Ich kann euch aber wirklich nicht zu viel zeigen, da ich weder Rätsel noch die Jumpscares, die im Spiel enthalten sind, noch Dialoge wirklich zeigen möchte, weil ich euch auf gar keinen Fall spoilern will. Denn wenn meine Meinung euch auch nur so viel wert ist, dann bitte glaubt mir, die 10 Euro ist dieses Spiel mehr als wert. Also jedem, der 16-Bit-Artstyle mag, der Filme wie Halloween mag, der Spiele wie Resident Evil oder Clock Tower mag, ist mit Viviette wirklich, wirklich gut beraten. Und das Ding erscheint, wie gesagt, am 20. Dezember und ich hoffe, dass es finanziell ein wirklich großer Erfolg wird und ich hoffe, dass die beiden dann noch weitere Spiele in dieser Machart folgen lassen, denn ich bin wirklich begeistert. Indie-Games
sind echt ein Darling für mich auf der Nintendo Switch und Viviette gehört zum Besten, was ich da in der letzten Zeit spielen durfte. Nochmal vielen, vielen Dank für die Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, Danny und Alberto. An euch die klare Kaufempfehlung für Viviette am 20. Dezember auf dem eStore für einen Zehner. Wer keine Switch hat, seit, ich glaube, 17. Oktober gibt es das Ganze auch auf Steam. Aber die beiden sagen selber, das eigentliche Zuhause von dem Spiel ist die Nintendo Switch. Und da gehört das Ding auch hin. Tipp von mir, spielt es in Handheld-Mode mit Kopfhörern in einem dunklen Raum. Das funktioniert am allerbesten. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal, folgt mir auf Facebook und auf Twitter und wo nicht sonst noch alles, ist auch egal. Ich habe genug gequatscht. Retro Joe out, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.